Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Diesmal geht's richtig zur Sache. Ihr kennt ja so das Motto auch von anderen YouTube-Kanälen: Aktie X um Y% gefallen, jetzt kaufen. Und das Spiel, das machen wir diesmal auch. Wir haben Demant, die Aktie. Viele von euch kennen die wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein Spezialist für das Hören. Also die produzieren Hörgeräte, Hörimplantate. Also wenn es noch schlimmer ist, Hörgeräte nicht mehr helfen, dann helfen vielleicht Hörimplantate. Die arbeiten auch, beziehungsweise arbeiteten zusammen auch mit Sennheiser und haben auch Kopfhörer, drahtlose Kopfhörer im Angebot. Aber ich will da gar nicht so arg ins Detail drauf eingehen, was die jetzt speziell machen. Das soll eigentlich schon reichen. Ich möchte die Aktie behandeln, weil es ist eine Aktie, die ganz schön unter die Räder gekommen ist. Die wurden nämlich gehackt, also da war ein Cyberangriff. Und jetzt ist die Aktie eben von Spitze 315 dänischen Dollar auf bis zur Hälfte gefallen. Und man könnte jetzt glauben, dass die Aktie ein Schnäppchen sei. Und wir wollen jetzt einmal feststellen, ob das stimmt und einfach gucken, wie man das feststellen kann. Deshalb an dieser Stelle, na, vielleicht mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Treiber der Aktienfinder.net. Diesen Aktienscreener werdet ihr da gleich in Action sehen. Und dann auch noch der Risikohinweis, den schiebe ich euch jetzt auch extra ins Bild, sobald die Maus mitmacht. Jetzt. So, mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ganz wichtig, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Insbesondere die Kaufempfehlung, das hat offensichtlich nicht jeder verstanden. Ich habe hier gerade vor 8 Stunden eine Review gekriegt bei Google Business. Da steht dann mit den Empfehlungen von Wirecard und Air Berlin habe ich bisher viel Geld verloren. Finger weg von diesem Schwachsinn. Okay, und alle anderen Reviews sind irgendwelche Bots und Fakes-Reviews. Das ist meinetwegen, wenn ihr das glaubt. Aber es geht hier um die Empfehlungen. Also, ihr solltet euch bewusst sein, ich mache hier keine Empfehlungen. Das sage ich auch jedes Mal. Air Berlin habe ich sowieso nie behandelt, habe ich nicht mal im Aktienfinder. Zu Wirecard habe ich relativ viel gedreht und habe dazu auch eine Meinung vertreten, war da auch selbst engagiert und habe das eben begründet. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Learning, die Argumente, dass man das nachvollziehen kann und dass man am Ende nicht mehr auf so jemanden wie mich angewiesen ist, sondern dass man mit dem richtigen Tool, ob das jetzt Aktienfinder ist oder was anderes, selbstständig herangehen kann und zu einer eigenen Meinung kommt. Und dann muss man auch niemandem die Schuld in die Schuhe schieben, so wie hier dieser Google-User. Okay, dann geht's weiter. Diese Cyberangriffe haben, ja, also die sind ziemlich übel. Muss ich dir vorstellen, das fängt ganz klein an, irgendein Mitarbeiter, der klickt auf irgendeine Mail und öffnet die, dann irgendeinen Anhang mit dann und dann wird ein Trojaner runtergeladen oder was weiß ich und dann verbreitet sich der Virus übers Unternehmensnetzwerk überall durch die komplette Wertschöpfungskette, angefangen von Forschung, Entwicklung, Bestellsystem, Lagerwarenhaltung, Produktion, Vertrieb, Marketing, Controlling, überall wird es dann, weil alles miteinander verbunden ist. Überall kann sich dann so dieser Virus einnisten und dann eben sein Unwesen treiben, ob es Ausspionieren ist, Festplatten verschlüsseln, keine Ahnung, kann ja alles sein. Und Demant ist nicht das erste Unternehmen und nicht das erste dänische Unternehmen, das es volle Breitseite erwischt hat. Es hat auch schon die weltweit größte Reederei, wenn ich mich richtig erinnere, eine dänische Reederei, also ebenfalls ein dänisches Unternehmen hier, A.P. Møller-Mærsk, erwischt vor nicht allzu langer Zeit. Und das könnt ihr dann hier nachlesen. Wie heißt das nochmal hier? Irgendwas mit the most devastating cyber attack in history. Ich werde es auf YouTube verlinken. Und jetzt hat es eben entsprechend auch Demant erwischt. Die mussten dann auch die kompletten Systeme abschalten. Die haben hier in den Investor Relations die Announcements und da könnt ihr dann auch alles nachlesen. Habe ich übrigens dann auch im Blogartikel verlinkt, den ich hier parallel nochmal geschrieben habe. Jetzt müsste das auch irgendwann mal laden. Jawohl. Mein Rechner ist immer langsamer, wenn ich aufnehme. Dann seht ihr hier das Ganze schon. Es hat angefangen am 3. September und dann seht ihr hier schon die ganz lauter Updates zur IT-Infrastructure, 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 IT-Incident und so weiter. Also es hat, wie gesagt, Demant volle Breitseite erwischt. Bevor wir jetzt schauen, ob die Aktie ein Schnäppchen ist, müssen wir uns eigentlich erstmal um das Wesentliche kümmern, weil
wir wollen ja jetzt nicht zocken, wir wollen ja langfristig investieren. Hier geht es nämlich ums langfristige Investieren. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, ob das Unternehmen per se ein erfolgversprechendes Investment ist. Wie machen wir das? Indem wir die langfristige Gewinnentwicklung anschauen. Und hier sind wir ja schon im Aktienfinder mittendrin. Jawohl, ich habe kurz was überprüft, passt alles. Und zwar sehen wir hier die langfristige Gewinnentwicklung und hier sehen wir dann die Quelle des Gewinns, Umsatz und Umsätze und Margen. Und ihr seht hier schon, dass wir schön steigende Umsätze haben, also relativ gleichmäßig, sage ich mal. Und wir haben dann hier die Bruttomarge, also die Rohmarge, was hier war, weiß ich nicht genau, aber seit hier, also die steigt hier sogar schön. Wir haben hier eine operative Marge. Ist übrigens interessant, hier geht eine kleine Schere auf, also die Rohmarge steigt, die operative Marge sinkt. Das lässt darauf schließen, dass die ja, Wasserkopf, kann man es auch nennen, ne? Wasserkopf ist oft genannt, also dass die Administration, das Marketing, aber auch Forschung und Entwicklung und so weiter, dass die hier überproportional, dass die Kosten hier überproportional stark wachsen. Wenn auf der einen Seite die Bruttomarge steigt, auf der anderen Seite aber auch die operative Marge sinkt. Nichtsdestotrotz, ihr seht hier, dass wir ein relativ schön oder deutliches Umsatzwachstum haben und das wiegt dann diesen Rückgang der Margen, der operativen Margen auf. Überkompensiert diese und da seht ihr dann eben das Endergebnis hier, steigende Cashflows, steigende Gewinne auf Pro-Aktie-Basis. Basierend auf diesen beiden Charts kann man zur Meinung kommen und das wäre auch eine Meinung, der ich mich anschließen würde, dass Dimond langfristig ein erfolgversprechendes Investment ist, beziehungsweise gewesen ist bisher. Das kann man auch nochmal verifizieren, wenn man sich hier das machen wir alles weg erstmal, die langfristige Kursentwicklung anschaut. Und zwar verbinden wir dann einfach, da die Kursentwicklung ist jetzt hier 2002, Ende 2002 bis zum aktuellen Kurs. Dann siehst du ja hier, dass die Tendenz ganz klar nach oben zeigt, also aufwärts gerichtet. Und dann haben wir hier die jährliche Rendite aufs Jahr, die beträgt 11,1%. Das heißt, du siehst hier schon den Kurssturz. Trotz des Kurssturzes haben wir hier, wenn wir langfristig dabei gewesen wären, uns an dem Unternehmen beteiligt hätten über Aktien, eine jährliche durchschnittliche Rendite von 11% eingefahren. Also mehr als die Rendite des S&P 500 beispielsweise. Also kein schlechtes Investment. Was dir vielleicht auch auffällt, ist hier, Dividende gibt es nicht. Die stecken das ganze Geld, was sie den Aktionären zugutekommen lassen, in Aktienrückkäufe. Damit werden wir uns auch beschäftigen, ob Aktienrückkäufe im Falle sinkender oder im Falle fallender Kurse quasi umsonst gewesen sind. Das ist auch eine interessante Frage, weil das könnte man ja vermuten. Gut, wir wollen jetzt also wissen, ob die Aktie, nachdem wir festgestellt haben, dass sie an sich für ein langfristiges, erfolgversprechendes Investment in Frage kommt, günstig ist, vielleicht sogar ein Schnäppchen ist. Wie machen wir das? Ja, indem wir hier die dynamische Aktienbewertung zu Rate ziehen. Das sind wir schon zufällig ganz richtig. Schauen wir uns erstmal dann den richtigen Bewertungszeitpunkt an. Und das habe ich ja alles schon mal gemacht. Ich habe schon mal eine Generalprobe gemacht, ohne Live-Aufnahme. Die Gewinnentwicklung, ich blende es hier nochmal ein. Da es keine Dividenden gibt, können wir hier nur die beiden fairen Werte basierend auf dem bilanzierten Gewinn und dem operativen Cashflow heranziehen für die Aktienbewertung. Und wir haben hier eine schön gleichmäßige, also relativ gleichmäßige jedenfalls Entwicklung dieser beiden fundamentalen Größen. Das ist immer schön. Da kann man nämlich den kompletten Zeitraum hier heranziehen, um die Aktie zu bewerten. Du siehst im Durchschnitt, also seit 2002, war das ein Unternehmen dann mit einem KGV von 24,3 bewertet und mit einem KCV von 23, also nur ganz leicht unten drunter. Oft ist das KCV deutlicher, liegt das KCV deutlicher unter dem KGV. In diesem Fall liegen die beiden relativ nah beieinander. Und dann machen wir Gewinn und operativen Cashflow weg, blenden den Kurs ein und legen dann die beiden jetzt berechneten fairen Werte drüber. Und dann siehst du hier, dass das relativ gut harmoniert mit dem Aktienkurs. Wir haben hier Phasen der Überbewertung zwischen 2,5 und 2,7. Dann kommt es wieder auf den fairen Wert zurück. Dann haben wir eine Phase der Unterbewertung, eine leichte, dann eigentlich relativ lange Zeit fair bewertet, leichte Phase der Unterbewertung. Und dann, da zoome ich jetzt schon mal ein bisschen rein,
ja eine deutliche Phase hier der Überbewertung, wo der Kurs ja quasi richtig explodiert ist, um wie viel Prozent? Ja, 82% nach oben innerhalb von ja, etwas mehr als einem halben Jahr, 7 Monate. Und dann ebenso schnell ging es dann hier wieder nach unten. Und das muss also jemanden nicht überraschen, der dann aus dieser, der diese Brille auf hat, der Fernwertberechnung. Jemand, der das nicht hat, dem kann es natürlich überraschen. Der wird dann einfach nur gucken, so wie Gewinne und so, die wachsen noch, ist auch alles super. Aber dass die Aktie halt dann einfach der Aktienkurs deutlich jenseits von Gut und Böse war, das sieht man halt mit sowas alleine nicht. Gut. Was jetzt wichtig ist, ist im September, also hier dann, gab es diese Cyberattacke. Also da ist der Kurs schon gefallen, hat er schon stark korrigiert. Und dann gab es hier die Attacke. Und dann gab es hier nochmal einen Kursrückgang, der jetzt hier also grafisch relativ leicht aussieht, von etwas über 200 dänischen Kronen auf, es ging bis 160 dänische Kronen. Das war das absolute Tief gewesen. Nochmal kurz zu dem Cyberangriff. Der ist wirklich schwer. Also die mussten die IT-Systeme weitestgehend lahmlegen. Das heißt, zurück zu Bleistift und Papier. Und es hat wirklich alles betroffen. Die unterschiedlichsten Unternehmens, also die unterschiedlichen Divisionen, unterschiedlichsten Abteilungen auf unterschiedlichen Kontinenten. Und das hat das Unternehmen auch in der Planung zurückgeworfen. Das hat auch das Management bereits verlautbaren lassen. Und ich habe hier ja auch mal irgendwo, glaube ich, geschrieben, inwiefern jetzt die Prognosen zurückgenommen worden sind. Ich hoffe, dass ich das gleich finde für euch. Ja, hier ist es. Ich lese es vor. Ich spiegel gerade in meinem eigenen Blogartikel. We update our outlook for reported operating profit, also für den Gewinn vor Steuern und Zinsen für 2019 von 200, also auf 200 bis auf 2 bis 2,3 Milliarden dänischen Kronen. Und vorher waren es 2,65 bis 2,85 Milliarden dänische Kronen. Und entsprechend siehst du dann auch hier so einen Knick in der Gewinnentwicklung, und siehst du auch hier, dass die Umsätze hier stagnieren, und ansonsten gingen sie doch eigentlich immer nach oben. Und dieser Knick und diese Stagnation bei den Umsätzen ist eben dieser Cyberattacke geschuldet. Aktueller Stand ist so, dass sie gesagt haben, den letzten Meldungen, die du hier irgendwo siehst, Investing.com hier nicht, hier, die du hier siehst, dass sie ihre IT-Systeme weitgehend wiederhergestellt haben, dass Business as usual ziemlich nah ist. Aber wir wissen halt noch nicht komplett jetzt anhand der wirklich offiziellen Zahlen, die zum 18. November veröffentlicht werden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir kennen noch nicht das komplette Ausmaß tatsächlich, also betriebswirtschaftlich gesehen. Das heißt, wir haben hier noch gewisse Unsicherheiten. Wir haben hier aber bereits die Schätzung, auch im Aktienfinder, die diesen Vorfall hier berücksichtigen. Gut. Dann haben wir hier, also hier diesen letzten Kurssturz. Und jetzt wollen wir ja wissen, ob die Aktie ein Schnäppchen ist oder nicht. Und jetzt ziehst du hier die Fernwerte. Also wir haben aktuell einen Kurs von 182 dänischen Kronen. Und dann siehst du hier basierend auf dem laufenden Geschäftsjahr die Schätzungen, die Fernwerte, so rum. Und die liegen beim Gewinn relativ niedrig, 146 dänische Kronen. Da wird die Aktie immer noch klar überbewertet. Und basierend auf dem operativen Cashflow wäre sie unterbewertet. Da liegt nämlich der faire Wert bei 195 dänischen Kronen. Wie interpretiere ich das jetzt? Ich würde, weil das jetzt eine Sondersituation ist, insbesondere beim bilanzierten Gewinn, aber auch beim operativen Cashflow ein Stück weit, es ist eine Sondersituation, und das ist dieses aktuelle Geschäftsjahr ist für mich deshalb nicht wirklich repräsentativ aufgrund dieser Sondereinflüsse. Deshalb würde ich nicht das aktuelle Geschäftsjahr, also das prognostizierte aktuelle Geschäftsjahr heranziehen für die Bewertung der Aktie, sondern das nächste. Wurde ja auch von den Analysten bereits eingepreist, dieser Vorfall, und nach unten korrigiert. Aber hier ist dann quasi, sage ich jetzt mal wieder so, Business as usual. Normalerweise
ist ja hier mehr Sicherheit drin im laufenden Geschäftsjahr, aber wie gesagt, weil es nicht charakteristisch ist, ist einfach ein einmaliger Einbruch. So, davon gehe ich wenigstens aus. Durch diese Sonderbelastung würde ich jetzt zum nächsten Geschäftsjahr übergehen. Das heißt, hier wäre dann der faire Wert bei 214 dänischen Kronen basierend auf dem Gewinn und 243 dänischen Kronen basierend auf dem operativen Cashflow. Hier wäre die Aktie also unterbewertet, wobei wir natürlich berücksichtigen müssen, dass es halt noch ein gutes Jahr hin ist bis dahin. Während hier wären es halt nur noch 2 Monate ungefähr oder einen Monat sogar. Nee, knapp 2 Monate. Da ist natürlich jetzt ganz hilfreich, dass man die Punkte miteinander verbinden kann hier, um eine Rendite auszurechnen, auch eine jährliche Renditeerwartung, und die wäre dann aufs Jahr basierend auf dem bilanzierten Gewinn bei 16%. 16% wäre also mehr, als du bisher jährlichen Mittel mit dieser Aktie hast erzielen können. Aus dieser Sicht wäre das jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine gewisse Unsicherheit da, also wir haben ein erhöhtes Risiko, ein höheres Risiko, als wir vorher hatten. Also hier langfristig im Mittel behaupte ich mal, wenn wir da irgendwo eingestiegen wären, weil da eben keine Cyberattacke war, die nämlich komplett aufgearbeitet ist. Und insofern wäre es auch nicht verkehrt, wenn man dann Abschlag vornimmt, also einen Risikoabschlag. Könntest jetzt argumentieren, den hast du hier schon gemacht, weil du könntest ja auch quasi die Mitte nehmen können zwischen den beiden fairen Werten. Und das optimistische Szenario wäre der operative Cashflow gewesen, also der faire Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Wir können aber noch hingehen, da habe ich jetzt gerade hier diese Hilfslinien da eingeblendet und dann nochmal ein bisschen tiefer stapeln, wie hier. Und dann hättest du eine jährliche Rendite von 9,5% beim tiefer stapeln, weil dann würdest du von einem Wert der Aktie ausgehen, vom Aktienkurs von 200 dänischen Kronen. Und dann wärst du, wie gesagt, hier irgendwo gleich unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite, die du ansonsten hier langfristig hast erzielen können mit der Aktie. Und das ist dann aber schon aus meiner Sicht ein konservatives Investment. Kannst auch noch gucken hier, wie es da weitergehen würde, wenn du noch ein Jahr weitergehst. Da kämst du dann auch hier auf 8,2%. Hier also dann auch sehr konservativ geschätzt. Und wenn du sagst, ich schätze in Anführungszeichen normal, basierend auf dem bilanzierten Gewinn, dann wärst du dann bei 15%, wärst du wieder überdurchschnittlich. So, also insofern. Das ist kein Schnäppchen erstmal in dem Sinne, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist. Sie ist aber auch nicht teuer, ja, wenn wir jetzt den den Prognosen glauben wollen. Und wenn wir wirklich tief stapeln, dann kommen wir so Pi mal Daumen auf eine historische Rendite. Durch dieses Tiefstapeln könnte man schon sagen, okay, wir stapeln tief, wir sind schon vorsichtig und dann kommen wir auf eine durchschnittliche Rendite von Pi mal Daumen 10%. Überdurchschnittliche Aktienrendite langfristig gesehen. Also wäre jetzt eigentlich eine gute Einstiegsgelegenheit, weil das Unternehmen überzeugt ja durch langfristig steigende Gewinne. Gut, wäre in Ordnung. Ich möchte jetzt noch auf zwei Dinge hinweisen. Das erste ist Aktienrückkäufe. Das Unternehmen schüttet ja keine Dividenden aus. Die haben irgendwann mal in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet. Das würdest du sehen, wenn du den Zoom abstellst, aber das machen wir jetzt nicht. Und du könntest dir jetzt sagen, dass Aktienrückkäufe, ja, die sollen den Aktienkurs pushen. Und wenn der Aktienkurs dann einbricht, dann war alles umsonst. Das könnt ihr mir vorstellen, dass es die Meinung von einigen Zuschauern ist. Und ist das wirklich so? Dafür gehen wir mal hier in die Vollanalyse rein. Und in der Vollanalyse, da siehst du hier einen Chart, und der beschäftigt sich mit den Aktienrückkäufen. Da siehst du, dass in den letzten Jahren immer Aktien zurückgekauft worden sind, so zwischen 2 und 3%. Das war in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren der Fall. Hier auch mal. Es gab mal kurz Zeiten, wo nur wenig Aktienrückkäufe fanden. In einem einzigen Jahr hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien mal ganz leicht erhöht. Vielleicht Aktienoptionen oder so, keine Ahnung. Aber nicht wesentlich. Im Normalfall hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert. Und zwar, ich habe mal nachgeschaut. Seit 2004, da gucke ich jetzt wieder auf meinen Blog, hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien von 335 Millionen Stück auf aktuell ungefähr 244 Millionen Stück verringert. Also ganz deutlich, das sind 27% der Aktien wurden quasi eingezogen. Das führt dazu, dass hier basierend auf dem letzten Gewinn pro Aktie, die letzten 4 Quartale, da hat das Unternehmen Gewinn pro Aktie gemacht von 6 dänischen Kronen 89.
Hätte es keine Aktienrückkäufe gegeben, also hätten wir immer noch die 335 Millionen Stück, dann, das habe ich ausgerechnet, wäre der Gewinn pro Aktie nicht bei 6,89, sondern bei 5 dänischen Kronen 6. Also deutlich niedriger. Und es ist jetzt davon auszugehen, dass wenn der Gewinn pro Aktie, also der Kuchen, den du pro Aktie am Unternehmensgewinn bekommst, oder den du vom Unternehmensgewinn bekommst, so rum, die deutsche Sprache, die bringt mich ab und zu an die Grenzen. Wenn der Kuchen also kleiner wird pro Aktie, dann ist auch der Gewinn pro Aktie kleiner und dann sollte auch der Aktienkurs kleiner sein, weil einfach weniger Gewinn pro Aktie übrig bleibt. Das heißt, dass im Prinzip hast du 27% weniger Gewinn pro Aktie, dann lege es nahe, dass der Aktienkurs auch 27% niedriger ist. Und es ist unabhängig davon, ob der Aktienkurs jetzt unter die Räder gekommen ist oder nicht. Er kam unter die Räder, ja, der Aktienkurs ist gefallen, aber trotzdem hätten wir einen Gewinn pro Aktie nur von 5 dänischen Kronen 6, dann wäre der Aktienkurs halt noch niedriger. Insofern ist meine Meinung, dass Aktienrückkäufe bei einem desolaten Aktienkurs, also ein Aktienkurs, der sich fast halbiert oder so, trotzdem nicht umsonst gewesen sind. Die Aktie ist immer noch mehr wert, als sie ohne Aktienrückkäufe wert gewesen wäre. Und es hat die Rendite eines Anlegers immer noch erhöht. Insofern denke ich, es ist Geschmacksfrage, ob du lieber Dividenden hast, also Cash, oder ob du lieber in Form von Kursgewinn, unrealisierten Kursgewinn profitierst, also zusätzlichen unrealisierten Kursgewinn. Aber es ist nicht so, dass wenn der Kursgewinn enttäuscht, dass dann die Aktienrückkäufe umsonst gewesen sind. Das war eine kleine Klammer, die ich aufmachen wollte. Und dann gibt's noch was, und das sind wir hier auch schon genau richtig, und zwar, ich möchte noch auf ein zusätzliches Risiko hinweisen, was ich bei Demand sehe, und zwar haben wir hier ja die wichtigsten Bilanzpositionen und da habe ich jetzt ein bisschen schlecht gezoomt, jetzt ist es besser. Du siehst hier den Goodwill, also den Firmenwert, und was du hier siehst, das ist, dass der im Verlauf der Jahre immer größer geworden ist, und das sagt dir schon mal, dass Demand nicht nur organisch wächst, sondern auch durch Firmenübernahmen, und dass das Management im Rahmen dieser Firmenübernahmen gewillt ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen und mehr zu bezahlen, als die Firma laut der Firmenbilanz wert wäre oder wert ist. Und alles, was quasi über den Bilanzwert der übernommenen Firma herausgeht, das wird dann hier als Goodwill bilanziert. Und du siehst, dass der schon relativ hoch ist. Hier. Und da gibt's halt, also Goodwill ist immer eine Position, die eben das Management aufgrund ihrer Kaufentscheidung, aufgrund des Kaufpreises quasi dann ansetzen kann. Und da wird dann immer so ein Impairment-Test gemacht. Das heißt, das Management muss dann immer gucken, dass dieser zusätzliche Wert, den das Management im Rahmen des Kaufes dem übernommenen Management zugestanden hat, immer noch gegeben ist. Und wenn er nicht mehr gegeben ist, dann gibt es eine Abschreibung und dann sinkt der Unternehmensgewinn hier. Auf den Cashflow wirkt sich das nicht aus, aber auf den Unternehmensgewinn. Und sowas kommt im Regelfall bei Aktionären nicht besonders gut an. Jetzt haben wir diesen Cyberangriff und wir haben jetzt schon quasi eine schwere Zeit. Und immer wenn da so eine schwere Zeit ist, dann ist das Management oder oft versucht, reinen Tisch zu machen, und dann liegt nahe, dass man hier auch das ein oder andere vom Firmenwert einfach mal abschreibt, nach dem Motto, okay, das läuft eh gerade nicht so, dann hauen wir hier gleich noch eine kleine Abschreibung mit drauf, fällt dann nicht so auf, so ungefähr. Also das hier sehe ich dann auch noch ein tendenzielles Risiko. Davon abgesehen sind auch die Schulden schon relativ hoch, also du siehst, die Gesamtverschuldung, wenn wir den Goodwill wegmachen und nur quasi das harte, in Anführungszeichen harte, bilanzierte Vermögen uns anschauen, dann sind die Schulden fast so hoch wie die komplette Bilanzsumme. Und nur der Goodwill treibt quasi dann die Bilanzsumme dann nochmal deutlich oben raus, sodass die Schuldenquote am Ende auf 63% kommt. Also das wäre auch noch was, was man zur Kenntnis nehmen sollte. Gut, du hast jetzt also die Informationen gekriegt zu Demand, also wie ich das sehe, du kannst das auch gerne anschauen. Und jetzt machen wir eine ziemlich coole Sache, die ich am Anfang gar nicht angekündigt habe. Wir machen eine Abstimmung, ob ich die Aktie kaufen soll, weil
Ich habe ja oft Skin in the Game, also bis vor bei Wirecard so gewesen und jetzt auch bei iRobots war das so. Ich mag das nicht so. Aktie X um Y% gefallen, dann machst du das Video und dann hast du alles wieder vergessen und das ist egal. Also ich bin oft gerne da drin auch involviert und wir machen es so, du stimmst mit ab, ob die Aktie aus deiner Sicht kaufenswert ist. Das heißt nicht, dass du die kaufen sollst, das heißt, dass ich die kaufen soll. Ich würde 100 Stück von Demont kaufen, wenn das Ergebnis so ist, dass die Mehrheit sich dafür ausspricht, ein Investment zu wagen. Dann nehme ich die auf in mein Echtgelddepot, wie heißt es, Cashflow-Depot auf wachstumswerte.net und dann schauen wir mal, wie sich das ganze Ding entwickelt, ne? Weil, wie gesagt, die Zahlen gibt es dann am 18. November und ich gehe dann doch davon aus, dass die Kurse auf das Zahlenwerk reagieren werden. Entweder ist es weniger schlimmer als befürchtet und dann ist die Unsicherheit weg und dann wird der Aktienkurs nach oben drehen, denke ich mal. Oder es kommt etwas dicker und dann wird der Aktienkurs einbrechen. Ja, also auf jeden Fall eine spannende Sache. Das heißt, kurzfristig ist es eher eine Spekulation und hat durchaus spekulativen Charakter. Aber was ich immer mache, auch wenn ich kurzfristig was angehe, ich habe immer so eine Art Sicherheitsnetz, weil ich nur in Unternehmen investiere, die durch langfristig steigende Gewinne überzeugen. Das war bei Wirecard so, das war auch bei iRobot so, Alibaba ist das so. Ich würde jetzt also nicht in, keine Ahnung, was war das vorhin? Bei Air Berlin, keine Ahnung, aber es hört sich jetzt nicht so besonders gut an. Jedenfalls, wenn man einen Flughafen denkt, der da im Bau ist. Also in sowas würde ich nicht investieren, weil wenn du da nicht einmal verspekuliert hast, dann weißt du nicht, ob du dein Geld wiederkriegst. Aber wenn du dieses Sicherheitsnetz hast, diesen doppelten Boden des langfristigen Gewinnwachstums, dann hast du gute Chancen, den spekulativen Teil des Investments quasi auszusitzen, wenn das schiefgelaufen ist. Und dann lässt du einfach die Zeit für dich arbeiten. Dann erholt sich das Unternehmen irgendwann, weil es einfach langfristig gut wirtschaftet. Okay, gut, dann hoffe ich, dass das interessant war. Bin mal gespannt, wie es ausgeht, ob ihr mich hier in ein Investment treibt. Und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ach so, das Abstimmungsende gebe ich dann bekannt in dem Community-Tab auf YouTube. Also das kriegt ihr dann mit. Wir haben jetzt, lass mich mal schauen, wir haben jetzt den Donnerstag, also bis morgen, mal gucken, ob ich mich morgen schon entscheide, also entweder morgen am Freitag oder dann am Montag drauf, wenn noch viel los ist. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis bald, ciao.